Vielleicht haben Sie das ja schon erlebt. Sie wollen eigentlich gerade ein Konzept schreiben, aber das leere Blatt bzw. der Bildschirm Ihres Notebooks starrt Sie ungnädig an, weil Ihnen einfach nichts einfallen will. Das ist ärgerlich, birgt aber eine innere Logik. Wir können nicht auf Bestellung kreativ sein. Vielleicht haben Sie aber auch das schon erlebt. In einem Augenblick, da Sie gedanklich ganz woanders sind, fliegt Ihnen scheinbar aus heiterem Himmel etwas zu. Die Lösung für ein Problem, das Sie schon seit Tagen wälzen, ein passendes Bild, ein treffender Vergleich. Nicht alles, was wir denken, wird uns bewusst. Ebenso wie unser bewusstes, rationales Denken schafft unser unbewusstes assoziative Verknüpfungen, aber eben auf seine Weise. Es ist das, was wir in der Regel als Kreativität bezeichnen. Dieser Fundus ist reichhaltig und öffnet uns seine Türen vor allem dann, wenn wir entspannt sind. Nach dem Sport, bei einer angeregten Unterhaltung, im Halbschlaf oder in der Badewanne. Hören Sie auf Ihre Intuition. Manchmal klopft uns unerwartet eine Idee auf die Schulter. Wir haben keine Ahnung, woher sie kommt, spüren aber ganz genau, dass es das ist, wonach wir die ganze Zeit gesucht haben. Wenn Sie also mitten in der Nacht eine plötzliche Eingebung haben, schreiben Sie sie sich auf. Und zwar sofort. Tappen Sie nicht in die Falle zu denken, die Idee ist klasse, die steht so plastisch vor meinen Augen, dass ich sie auf jeden Fall behalten werde. Es kann sein, dass sie am nächsten Morgen weg ist, entschwunden in den Tiefen Ihres Unbewussten. Nehmen Sie sich Blatt und Stift und schreiben Sie sie sich auf. Der unerwartete Einfall ist Goldstaub für Ihren Vortrag. Sammeln Sie ihn ein.